Hi, ich bin gerade im Auto Richtung Strand unterwegs, so ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, dann bin ich da und dann wird ordentlich gescored wieder heute, sag ich euch. Sag mal, wisst ihr eigentlich, was mich an anderen Surfern und Surferinnen so richtig abnervt? Ja, genau, ewig dieses Gejammer, ey. Oh, zu viel Windhäuse, kein Swell. Zu viel zu groß die Wellen, zu crowded, die Sandbank ist dieses Jahr völlig für den Arsch. Mein Surferleben ist einfach traumhaft, sag ich euch. Wo ich auch hinkomme. Atlantik, richtig geil. Pazifik, immer richtig geil. Nordsee, Mittelmeer, Bodensee, auch richtig geil, sag ich euch, ey. Als hätte sich das jemand für mich extra ausgedacht, Alter. Richtig geil. Vielleicht trifft er ja mit seinem letzten Satz eben tatsächlich genau ins Schwarze. Das klingt nämlich doch alles sehr ausgedacht, was er da so erzählt, wenn er mich fragt. Immer alles richtig geil im Surfurlaub, das wäre was, oder? Realität sieht ja da doch oft anders aus, zumindest wenn man ja einigermaßen nach perfekten Bedingungen zum Surfen sucht. Und ja, auch generell über die Surfbedingungen hinaus gibt es ja doch immer so zahlreiche Faktoren, die so ein Surftrip anständig verhageln oder zumindest beeinträchtigen können. Moin Leute, willkommen zurück bei Inlandsurfer. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Benny Altenhoff und in meinem Podcast berichte ich aus, ja, aus über 20 Jahren freud- und leidvollen Landlocked-Surfer-Dasein, sprich über das Hochgefühl gelungener Surfurlaube und Sessions und aber auch über die ja manchmal bodenlosen Tiefs aus Fernweh und Wellenentzug, wenn man wieder daheim sitzt und keine Perspektive hat, neu wieder ins Meer zu kommen im Moment. Ich denke über Mittel und Wege nach, mehr von den positiven Vibes mit in den Alltag zu retten, wie man das Lebensgefühl hinter dem Sport Wellenreiten ein Stück weit im Inland kompensieren kann und auch wie man vielleicht mehr Wasserzeit bekommt, beziehungsweise sich einfach optimal auf kommende Surfurlaube vorbereiten kann und einfach mehr Spaß darin hat. Meinen aufmerksamen Hörern oder wie es sich manchmal nennt, Followern, ist sicher nicht entgangen, was sich bei mir in der letzten Woche verändert hat. Ich habe nämlich ein neues, cooles Logo und ja, tatsächlich das erstmalig jetzt da keine Playmobil-Männchen auf dem Coverbild zu dieser Episode. Dafür zeichnet der liebe Markus von Freaks of Fashion verantwortlich. Ein super cooler Typ aus Hamburg, den ich ja recht zufällig mal per E-Mail-Schreiben kennengelernt habe. Er betreibt einen Surf-Design-Laden in Hamburg, in dem er, ja, was macht er da eigentlich alles? So eine ganze Menge. Also er ist sehr vielschichtig unterwegs, der gute Markus. Ich besuche ihn die Tage in Hamburg und wir nehmen wohl eine Folge zusammen auf zum Thema DIY und Upcycling von Surfgear. Und da werden wir darauf zu sprechen kommen, was er alles so in seinem Laden da tut. Ist auf jeden Fall ein super guter Designer, der unheimlich viele coole Zeichnungen hat und einen sehr coolen Online-Shop betreibt, in den ihr unbedingt mal reinschauen solltet. Ich verlinke ihn auch in meinen Shownotes, Freaks of Fashion. Auf jeden Fall wird er zukünftig mit geilen Zeichnungen und Illustrationen an meiner Seite sein und meinen Podcast extrem bereichern, glaube ich, worüber ich mich schon sehr mega, mega groß freue jetzt. Im Gegenzug werde ich Ihnen und auch noch zwei weitere Personen aus meinem Netzwerk zukünftig als Kooperationspartner in meiner Show nennen und ja, ein oder zwei kleine Werbeblocks in meinen Programmen aufnehmen. Mein Sohn wird diese Werbeblocks immer stimmlich wie folgt einleiten. Genauso wird's klingen. Und nun zur heutigen Folge. In der letzten Folge habe ich ja gemeinsam mit Kevin vom Surfcamp Surfparadies Porto darüber gesprochen, wie man Surfurlaube abwechslungsreicher gestalten kann und was man sonst so auf so einer Reise alles erleben und tun kann oder auch sollte. Werbung.
da will mein Sohn schon den ersten Werbebreak. Na, sowas. Penetrant, oder? Na, auf jeden Fall, ich habe gerade den Kevin vom Surfparadies Porto erwähnt. Der ist tatsächlich auch ein Kooperationspartner jetzt von mir. Er betreibt nämlich ein Surfcamp in dem Stadtzentrum von Porto. Also es ist ein ziemlich luxuriöses Haus mit Doppelzimmern, die bewohnt werden. Und da gibt es dann lokales, frisch zubereitetes Essen, das zusammen mit den Gästen gekocht wird. Surfkurse und Surfcoaching von einer lokalen Surfschule aus Porto. Man ist ein kleines Stückchen zum Strand unterwegs, wird allerdings per Shuttle abgeholt und hat dafür den kompletten Luxus des Urban City Lives und der wunderschönen Hafenstadt Portos. Somit kann man auf jeden Fall gut surfen mit Sightseeing verbinden. Man kann abends zur Partymeile fußläufig unterwegs sein und einfach ein paar Bierchen zwischen und zu Fuß wieder nach Hause und hat nicht das Problem, dass man irgendwo Taxi fahren muss oder sonst was. Er bietet wirklich einen Surftrip der anderen Art an, würde ich sagen. Lohnt sich auszuchecken, vor allen Dingen, wenn man Inlandsurfer-Hörer ist. Ihr bekommt nämlich einen Gutscheincode, den ihr auch in den Shownotes findet. Mit dem Gutscheincode Inland-Surfer bekommt ihr 70 Euro Rabatt auf jede Buchung bei ihm. Und dazu unterstützt ihr noch meinen Podcast. Ich bin nämlich mit einer Provision beteiligt. Damit unterstützt ihr auf jeden Fall, dass ich diesen Podcast weiterführen kann und vielleicht auch ein bisschen was dabei rausbekomme. Schaut es euch mal an. In dem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass ich im Begriff bin, bei dem Kevin im September ein Community-Treffen mit euch abzuhalten. Am Ende dieser Folge gibt es dazu noch mal mehr Infos. Heute möchte ich hier mal so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten, was in solchen Surfurlauben denn alles schief gehen kann und vielleicht darauf eingehen, was man ja präventiv, aber auch einfach im Nachhinein tun kann, um Probleme zu verhindern oder einfach damit umzugehen. Fangen wir mal mit dem ganz großen Klassiker an. Kein Swell. Und der Aussage der Locals: Man, you should have been here yesterday. Oft gebraucht schon in Endless Summer damals und auch immer wieder gerne gehört. Ich muss ja tatsächlich sagen, das hatte ich in meinen ganzen Urlauben nicht so schrecklich oft, dass kein Swell war. So, es gibt kalkulierbare Zeiten, in denen man weiß, dass einfach keine Wellen sind oder die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass keine Wellen sind. Also in Europa halt einfach im Hochsommer. In meiner Zeit, als ich in einer Jugendherberge in Cornwall gearbeitet habe, ungefähr 7 Monate war ich da. Da hatte ich das tatsächlich mal in einem Monat, der Juni, der war wirklich komplett flach, keine einzige Bewegung im Wasser. War bei 7 Monaten dann aber halt auch nicht so schlimm. Gerade weil man irgendwie auch Leute bei sich hatte, die coole Sachen gemacht haben, wo man einfach mal mit aufspringen konnte. Wir waren zum Beispiel dann einfach viel Kajaken oder wir sind rausgeschwommen aufs Meer und waren Cliffdiven und sind in irgendwelche Höhlen reingeklettert. Da gab es unheimlich viel zu sehen, viel zu machen. In dieser Region ist halt Schnorcheln mega cool, weil du viel siehst oder sogar tauchen, wenn man bessere Ausrüstung hat oder einen Kurs macht. Mit dem witzigen Iren Andy waren wir Speerfischen und haben allen möglichen Kram gemacht, um uns da die Zeit zu vertreiben. Ist halt natürlich aber auch vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal so lange Zeit, wie ich in diesem Fall 7 Monate unterwegs war, leicht gesagt. Ätzender ist es, wenn du in deinem kürzeren Urlaub das Problem hast. Ich kann mich an den Spätsommer 2014 erinnern. Da waren wir in Elternzeit mit meiner Tochter in Südfrankreich, in Carcans Plage. Ein Ort, den ich immer gerne nenne als optimalen Surfspot, wenn man ein Baby dabei hat. Bin ich in Folgen schon drauf eingegangen. Auf jeden Fall war in der Zeit tatsächlich, es war sehr oft sehr flach. Und es waren auch komplett flache Tage, an denen wir einfach überhaupt nicht ins Meer konnten, außer zum Paddeln vielleicht. Und wenn man dann knappe 3 Wochen dort ist, ist das natürlich schon ziemlich mies, wenn über die Hälfte der Tage keine Wellen sind. Wie ich mir habe sagen lassen, war auch im letzten Jahr der Sommer und auch noch wirklich die frühe Herbst-Session irgendwo komplett nicht vorhanden, weil es einfach nur derbe flach war die ganze Zeit. Und ganz viele Leute sind wohl wirklich in den Surfurlaub nach Südfrankreich gefahren und haben da so gut wie keine Wellen bekommen. Das ist natürlich echt deprimierend. Ich hatte damals auch
ja, durchaus schlechte Laune öfter mal. Meine Frau hat das Gott sei Dank nicht so wehgetan wie mir und wir haben dann andere Sachen gemacht. Ja, ist die Frage, was man in Südfrankreich denn alles so unternimmt irgendwie. Gerade wenn man schon ein paar Mal da war, kennt man die Region einfach natürlich ganz gut. Und man ist zum Surfen da, schon irgendwo deprimierend. Tauchen und Schnorcheln ist da jetzt nicht so schrecklich interessant an diesen langen Sandstränden. Da sieht man einfach nicht viel im Wasser. Klettern weiß ich gar nicht so recht, ob das da eine große Option ist. Sandboarden, ich glaube, das gibt's mittlerweile nicht mehr. Das wurde früher auf der Dune des Pilats, glaube ich, öfter gemacht. Aber ich denke, das ist gar nicht mehr wirklich erlaubt. Generell ist aber wohl das möglich, was ich auch immer zu Hause im Inland propagiere, einfach die Natur dort vor Ort genießen. Also letztendlich gibt es auch in Südfrankreich schöne Ecken, die abseits vom Meer sind und die man sich angucken kann. Also die Dune des Pilats, schon erwähnt, ist auf jeden Fall spannend. Das Bassin de Arcachon, ich weiß immer nicht, wie man sich das richtig ausspricht. Naja, was soll's. Ist auf jeden Fall auch sehr cool. Und ja, so Sightseeing kann man auf jeden Fall auch eine ganze Menge machen. Ob man nun jetzt Ausflüge in die wunderschöne und coole Stadt Bordeaux oder nach La Rochelle unternimmt, das Baskenland ein bisschen weiter erkundet, wenn man jetzt so ab Biarritz oder Bayonne sich anguckt oder nach San Sebastian, immer eine Reise wert. Ich selber war auch noch nicht in Bilbao. Und wenn man schon in der Ecke ist, kann man natürlich auch gleich nochmal checken, ob nicht vielleicht wellenmäßig was in Zarautz und entsprechenden Spots geht. Das Pendant ist dann zu großer Swell. Gerade in Südfrankreich auch so ein Thema, weil entweder die Sandbänke tatsächlich diesen Swell gar nicht halten können, alles nur die Beachbreaks da, wenn es da zu groß wird, dann hast du nur Closeouts vor dir. Oder halt aber auch, dass das Mindset einfach mal nicht mitspielt. Sprich, die Wellen sind so groß, dass man sich nicht reintraut. Dazu später nochmal ein bisschen mehr. Heftiger Onshore-Wind oder generell zu starker Wind. Davon kann ich schon wirklich schon eher berichten. Ich bin, würde ich manchmal wirklich sagen, irgendwo vom Wind verfolgt, wenn ich in den Urlaub fahre. Das ist teils ja auch gut, je nachdem, wo man hinkommt, aber natürlich oft auch echt eine Katastrophe, je nachdem, wo man halt hinkommt. Fangen wir mal mit dem Schlecht an. Ich bin schon gerne auch mal so ein bisschen zu, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, exotischere Ziele unterwegs gewesen, was Surfen angeht zumindest. Zum Beispiel Irland. Man hatte mir damals gesagt, oh ja, wenn du so im September, Oktober nach Irland kommst, da sind da beste Bedingungen, da hast du meistens noch relativ warm, verhältnismäßig wenig Regen und der Wind ist meistens sehr vorteilhaft oder beziehungsweise auch gar nicht so stark. Das ist im Sommer und natürlich dann im Winter oft schlimmer. Ja, was soll ich sagen? Also der Wind, der war in diesen 3 Wochen, die ich da war, echt nur am Blasen und die meiste Zeit entweder total onshore oder crossshore und selbst wenn er offshore war, dann war der oft so stark, dass das auch schon egal war, weil einfach gar nichts ging. Es war die meiste Zeit, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich irgendeine gute Session in diesen 3 Wochen hatte. Es war immer so, ich bin, hab mein Brett geschnappt und bin irgendwo rausgepaddelt und es war eigentlich einmal schlechter als das andere Mal. Dazu war es schweinekalt und ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, hauptsächlich auf Campingplätzen mit meinem Zelt zu stehen und ich habe mir nachts den Arsch abgefroren. Ich habe dann eine ganze Weile in einem Hostel in La Hinche gewohnt und gewartet, dass es mal besser wird. Da waren 2 Jungs, die in dem Hostel gearbeitet haben, die da die Stellung gehalten haben, die waren auch zum Surfen da und haben eigentlich nur in dem Hostel gesessen und haben irgendwelche Puzzle gelegt und da sich irgendwie die Zeit vertrieben und gewartet, dass irgendwann mal wieder Wellen sind, weil es einfach so zerblasen war die ganze Zeit. Es war wirklich Worst Case, kann ich nur sagen. Zu der Zeit, ich bin dann weitergereist Richtung Norden ein bisschen mehr. In Bundoran waren sogar die Europameisterschaften im Surfen irgendwo. Und da war auch echt einfach nur so Weißwasserwalzen, die Leute daneben mussten, die Surfer und Surferinnen. Das war echt absolut nicht schön. Ich habe irgendwann mein Brett in einer Abstellkammer in Galway in einem Hostel stehen lassen und habe mich dann tatsächlich irgendwo aufs Wandern und aufs Guinness-Trinken beschränkt. Coole Leute kennengelernt, Gott sei Dank. Und zum Wandern ist Irland ja mal fabelhaft, wunderschöne Landschaft, überall geile Steilküsten. Wobei, da muss man auch aufpassen bei dem Wind, dass man nicht von der Klippe gedrückt wird. Ja, und zum Feiern ist es natürlich auch perfekt. Ne? Da ist ja bekannt,
dass die eine gute Trinkkultur haben. Von daher war es tatsächlich eher ein Wander- und Partyurlaub. War dann auch nett, aber naja. Ansonsten hatte ich natürlich auch schon so manchen zerblasenen Tag in Frankreich und kürzlich auch in Portugal, als ich meinen Kurztrip da hatte. Da habe ich ja schon in einer der letzten Folgen drüber berichtet. Tag 1 und 2 von überhaupt nur 5 Tagen, die ich da war, waren sowas von vom Onshore zerstört. Das war quasi einfach, konnte man sich schenken. Aber so ist es halt, ist nun mal Natursport. Das ist ja das Schöne daran. Aber natürlich trotzdem auch oft ein nerviger Faktor, wenn jetzt entweder gar kein Wind auf dem Ozean oder auch lokal ist und man keine Wellen hat oder die Wellen einfach zerstört werden. In Dänemark und auch in Holland, da bin ich tatsächlich dann irgendwo oft vom Wind gesegnet, würde ich sagen. Oder auch in meiner Familienurlaub nach Sardinien, da war nämlich die ganze Zeit starker Wind, was in Dänemark und Holland super cool war. Da war man auf den Wind eingestellt irgendwo. Und für mich hat das Ganze echt wirklich gute Windswell-Sessions mitgebracht. Also ich würde sagen, ich hatte einige meiner besten Surftage tatsächlich in Dänemark und ein Kurztrip in Holland war auch nicht zu verachten. Ja, man ist halt natürlich wirklich darauf eingestellt, dass dieser Wind ist, oft ein bisschen auf die Wetterlage und dann ist das alles cool, auch mit Kindern. In Sardinien war das so ein bisschen, ja, so ein Hybrid, ne? Wir hatten unsere Unterkunft auf so einem Hügel in einem ganz coolen Biotop, würde ich es fast nennen. Wir hatten ja ziemlich viele Mücken und alles Mögliche. So, wenn die meiste Zeit, wenn kein Wind war, waren total viele Mücken da. Und wenn der Wind war ansonsten so stark, dass wir auf unserer Terrasse gar nicht sitzen konnten, das ist, glaube ich, der Levante, der da durchbläst, und war wirklich die 2 Wochen so heftig, dass wir auf unserer Terrasse kaum sitzen konnten. Aber das Schöne an der Sache war natürlich, dass ich hatte natürlich ein Brett dabei, klar, wir sind mit dem Auto hin, also hatte ich natürlich mein Brett dabei. Und ich hatte tatsächlich einige Tage, an denen ich respektabel surfen konnte, dafür, dass ich am Mittelmeer im Sommer war. Das ging schon ganz gut. Generell kann man wohl sagen, dass man zumindest in Europa, egal wo man hinkommt, man wird immer mal den einen oder anderen Tag haben, wo der Wind einfach mal kacke ist und alles zerbläst. Dann ist es auch mal kalt und es regnet. Das sollte einen als Surfer oder Surferin eigentlich nicht weiter stören. Ist aber ja auch so ein bisschen typabhängig. Ach ja, und ansonsten spielt ja noch alles mögliche andere mit rein, was auch so nicht klappen kann, ne? Wenn die Swell Direction einfach mal komplett falsch ist, dann kommt da auch nicht wirklich was an. Oder ja, wie schon im Intro von Surfer Dude erwähnt, die Sandbank ist einfach mal im Winter zerstört worden und bietet keine guten Wellen mehr. Und man hat nur noch Closeouts, obwohl man sich darauf eingestellt hat, dass die Wellen vielleicht so gut sind wie im Sommer davor oder im Herbst. Und ja, kann viel schief gehen, muss man einfach mit leben, immer locker bleiben. Man kann überall, wo man ist, kann man auch irgendwie eine nette andere Tätigkeiten finden. Darf einfach nicht total deprimieren, wenn die Surf-Session dann einfach mal nicht gut funktioniert. Ich weiß, klugscheißer und leichter gesagt als getan. Auch ziemlich mies ist natürlich, wenn das Material dann irgendwo nicht mitspielt. Zum Beispiel, ja, worst case wohl, das Board bricht, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber zum Beispiel, die Finne bricht ab oder lockert sich und ist weg. Oder die Leash reißt. Leash ist mir auch noch nie gerissen, tatsächlich. Allerdings, der Wetsuit ist auch so ein Thema. Da hatte ich auf jeden Fall schon mal Löcher drin von einem Fin-Cut und Ähnlichem. Da hat man dann, wenn man vorbereitet ist, natürlich Flickzeug dabei und kann das schnell noch wieder beheben oder geht, wenn einer da ist, in den Surfshop und lässt das machen. In Marokko hatte ich tatsächlich allerdings mal das Problem mit der Finne. Und ich hatte mit meinem Malibu-Board so ein exotisches Finnensystem, die Lockbox. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das hat mir damals der lokale Shaper in England reingebaut, in mein Brett. Eigentlich ein cooler Ansatz, das System. Man kann die Finnen auf einer Schiene so frei versetzen und kann quasi irgendwo dann das Finnensystem umstellen und auf unterschiedliche Bedingungen einstellen, ist für mich natürlich blanker Unsinn, weil ich da überhaupt nichts mit anfangen kann mit meinen mega limitierten Surf-Skills. Allerdings für Profis, sage ich jetzt einfach mal, bestimmt eine coole Sache.
Auf jeden Fall war das Problem, dass das ein ziemlich exotisches Finset war. Und in Marokko, in den Surfshops, hatten sie natürlich da keinen Ersatz für. Von daher, eine von meinen Finnen war weg. Und das war ein Thruster-Fin-System, also die drei Finnen hinten. Und ich musste das dann einfach umgestalten und daraus einen Twin-Fin an den beiden Seiten machen. Ja, das war ziemlich blöd. Hat dann trotzdem funktioniert, aber naja, da hätte ich auf jeden Fall Ersatz dabei haben müssen. Mittlerweile habe ich für dieses Brett mir da dieses Fin nachgekauft und schleppe immer so ein kleines Ersatzset mit mir mit, dass man da auf jeden Fall vorbereitet ist. Mit den Standard-FCF-Fins und ähnlichen findet man eigentlich in jedem Surfshop da auch Ersatz. Aber ja, in manchen Regionen gibt es halt auch keinen Surfshop. Von daher sollte man vielleicht auch immer checken, wo denn der nächste Surfshop ist, dass man bei Bedarf auf jeden Fall da schnell noch eingreifen kann. Ansonsten gibt es natürlich auch immer wieder Berichte von Leuten, die halt am Surfspot ankommen und irgendwas vergessen haben. Leash vergessen, Wachs vergessen oder ja, wenn es nur Sonnencreme ist, die man nicht dabei hat oder meinetwegen auch kein Wasser. Das kann auch schon einfach irgendwo mal so eine Session richtig gut verhindern oder sehr beeinträchtigen. Ich würde sagen, alles davon ist mir auch, die Leash habe ich noch nicht vergessen, aber alles andere hatte ich auf jeden Fall schon mal. Von daher, wie in vielen Bereichen des Lebens, Vorbereitung ist alles und wohl dem, der das vernünftig kann. Ja. Immer ein großes Problem im Surfurlaub, mangelnde Mobilität. Man will ja irgendwo auch mal zu anderen Spots oder ist sogar gezwungen, zu anderen Spots zu fahren, weil die Windbedingungen vielleicht irgendwo nicht gut sind und eine Bucht weiter unten ist alles gut. Ja, und dann hat man im Optimalfall, ist man dann mit einem Auto dort. Und dann gibt's natürlich so schöne Probleme wie ein platter Reifen oder einen Motorschaden oder halt auch einen Unfall, den man gebaut hat. Alles schon erlebt. Platten Reifen hatten wir auf jeden Fall mal in San Sebastian mit Leuten, mit Kumpels, die wir unterwegs waren. Gott sei Dank war der Daniel und der Jule, die waren da so firm und haben das gleich repariert schnell und hatten entsprechend ihr Equipment dabei. Mit meinem Cousin André war ich mal in Cornwall unterwegs. In dem Jahr, nachdem ich da gearbeitet habe, haben wir das Hostel oder meinen Wohnwagen, den ich damals hatte, nochmal zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir konnten da 2 Wochen Urlaub machen umsonst. War richtig geil. Auf jeden Fall waren wir mit dem Auto unterwegs, einem Leihwagen, den wir hatten. Und ja, schön unseres, hat natürlich kein Dachgepäckträger oder sowas, hatten unsere Surfboards im Auto drin, also sprich mein Malibu und so eine dicke, fette Banane, Foamboard-Banane quer durchs Auto. André am Fahren und am Abbiegen und hat einfach mal wahrscheinlich wegen dem schönen gelben Berett ein Auto nicht gesehen, Vorfahrt genommen, einen schönen Unfall gebaut. Der Fahrer des anderen Autos hat so gut reagiert, dass wir nur eine ganz kleine Kollision hatten. Lustigerweise war das ein Polizist aus England, der uns total wohlgesonnen war und meinte, ach naja, da brauchen wir eigentlich nichts machen, das ist nur ein Kratzer und ist nicht weiter schlimm. Nehmen wir kurz mal so auf, irgendwo tauschen Kontaktdaten und das war's. Und der hat uns davon kommen lassen. Tatsächlich haben wir diesen Schaden sogar nicht mal irgendwo bei der Abgabe in Deutschland des Mietwagens gemeldet und es ist niemandem aufgefallen, also mega Glück gehabt. Kann aber natürlich ganz schnell mehr passieren. Und im schlimmsten Fall hat man natürlich selbst produzierte Probleme wie einen Motorschaden. Als ich damals in Neuseeland war, da wusste ich zum einen noch nicht so schrecklich viel über Surfen, aber noch viel weniger wusste ich mit Sicherheit über Autos. Und ja, da gibt's auf jeden Fall die Story von mir, dass ich wohl mal irgendwie mal nicht so ganz dran gedacht habe, meinen Ölstand von meinem Van zu kontrollieren, mit dem ich unterwegs war. Und unterwegs ging es irgendwann los, dass der Motor ordentlich am Rasseln war und auch praktischerweise mitten in den Southern Alps in Neuseeland, wo also auch keine Werkstatt war. Irgendwann ist das Ding komplett verreckt stehen geblieben. Ich musste in die nächste Werkstatt hitchhiken und irgendwo wen da irgendwie fragen, was ich tun kann. Die haben mir gesagt, ja, am besten trittst du dem Automobilclub in Neuseeland bei, dann holen die nämlich dein Auto umsonst aus den Bergen ab und bringen es zumindest hierher und wir gucken, was ist. Super geile Sache natürlich. Irgendwann nach Christchurch in die nächste Stadt getrennt,
dort irgendwo, ich war schon komplett pleite zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja normalerweise in meinem Van geschlafen, so habe ich dann eine Nacht auf der Parkbank verbracht, schon im Winter auch, im Neuseeländischen, habe mich erst in ein Hostel eingeschlichen, um da im Fernsehraum zu schlafen. Da wurde ich aber rausgeschmissen von der Reinigungskraft und dann habe ich halt noch den Rest der Nacht auf der Parkbank verbracht, um den nächsten Morgen ins Büro des Automobilclubs zu gehen, dort Mitglied zu werden, damit die dann mein Auto aus den Southern Alps abschleppen können in die nächste Werkstatt. Und da wurde dann festgestellt, ja, total Schaden, das Auto kann verschrottet werden. Ist mega klasse. Ich hatte nämlich eigentlich kalkuliert, das Auto auf dem Rückweg, es war so 2-3 Wochen, bevor ich nach Hause geflogen bin, dass ich es noch verkaufen kann, noch ordentlich Geld damit kriege, dann schon mal für meine Heimreise beziehungsweise den Start wieder zu Hause. Ja, Pustekuchen. Ich war pleite und blieb pleite und bin pleite nach Hause gekommen. Und das hätte sich ganz leicht verhindern lassen, wenn man dann einfach mal den verdammten Ölstand besser im Auge gehabt hätte. Ja, das ist so aufs Auto gesehen der absolute Cook of the Day mit Sicherheit gewesen. Einen schönen Kolbenfresser. Ganz klasse Sache. Was soll's? Immer locker bleiben. Ich habe dann in Neuseeland mal noch mein Auto leergeräumt, habe den meisten Kram, den ich im Van hatte, dem Autoschlosser da verkauft und bin mit dem Rest noch irgendwo nach Christchurch und da auf den Markt und habe da noch Kram verkauft. Mit meinem Surfbrett dann irgendwo am Trampen gewesen. Das war nicht gerade der mega geile Schluss, aber was soll's. Ich hatte auf jeden Fall von langen Autofahrten schon vorher und dann auch noch immer gute Musik dabei. Und worauf komme ich jetzt natürlich zu sprechen? Na klar. Die England Surfer Spotify Playlist. Ja, danke in diesem Fall jetzt nochmal meine Tochter für die neue Einleitung zu dieser Rubrik hier. Die ganze Familie will teilhaben an meinem Projekt. Wenn ich schon beim Thema Neuseeland gerade war, dann vote ich diese Woche mal 2 Songs in die Playlist, die ich damals in der Neuseeland-Zeit rauf und runter gehört habe. Einmal von der Punkband The Bones, den Song Not a Love Song. Das habe ich insbesondere auf dieser Tour durch die Southern Alps noch viel gehört gehabt, bis dann irgendwann der Motor zu laut wurde und ich nicht mehr viel gehört habe. Super cooler Song, super coole Band. Habe ich später in meiner Cornwall-Zeit sogar mal live gesehen als Vorband von Social Distortion in London, in so einem kleinen Theater von der 3. Empore oben. Mega geiles Konzert gewesen. Und ja, eine Band, die ich seither hier sehr feiere. Kommt in die Energieliste und in die Chill-Out-Liste kommt der Song Rock Hard Times von den Eels. Die Eels habe ich nämlich auch erst in Neuseeland kennengelernt. Die hatte mein Kumpel Flo, den ich damals dort kennengelernt habe, mit mir irgendwie nahegebracht. Und ja, seither eine Lieblingsband. Von daher, das sei dazu dieses Mal beigetragen. Habt ihr auch Songs, die ihr in die Liste aufnehmen wollt? Ihr findet die Listen klickbar verlinkt in den Shownotes. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr einen Song aufnehmen wollt. Würde mich freuen, von euch zu hören. So, was war das jetzt? Das war jetzt Musik. Da kam der Link vom Autothema her. Ah ja, genau. Mein Auto ist jetzt gerade in meiner Werkstatt irgendwo. Da hat so ein paar kleine Problemchen. Gott sei Dank nichts Teures. Auf jeden Fall habe ich meinen Kfz-Mechaniker gleich mal ganz kurz gefragt. Wenn man jetzt mit seinem Auto losfährt, was sollte man auf jeden Fall einmal kontrollieren, wenn wir jetzt schon hier so bei Prävention sind. Und er hat mir eine ganz kurze Liste gegeben, das meiste wahrscheinlich bekannt. Der Reifendruck sollte auf jeden Fall kontrolliert werden, dass der genug Reifendruck hat, die Reifen nicht schon kaputt sind, dass man einfach eine eventuelle Reifenpanne schon mal vorbeugen kann. Oh ja, hier haben wir das Motoröl. Ja, habe ich gerade schon berichtet, kann ich schaden, das Motoröl zu kontrollieren. Kühlsystem hätte ich auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Sollte man auf jeden Fall mal vor Abfahrt kontrollieren, dass genügend Kühlwasser drin ist und eventuell auch was dabei haben zum Nachfüllen. Das Licht ist bei meinem Auto eigentlich ständig kaputt. Ein kurzer Test sollte da irgendwo drin sein, dass man die Scheinwerfer, die Rücklichter und die Bremslichten alles mal kontrolliert. Spart man sich auch unangenehme Kontakte mit Polizei. Die Batterie hat er mir genannt, ist auch was gerne mal unterwegs schlapp macht und was spontan in der Werkstatt sehr teuer werden kann, sollte man also unbedingt auch kontrollieren. Und wenn man ein moderneres Dieselfahrzeug hat, sollte man auch noch AdBlue dabei haben.
weiß ich, kann ich gar nicht mit anfangen jetzt, was es ist, aber der ein oder andere weiß es vielleicht, wer ein modernes Dieselfahrzeug hat, checkt auch das AdBlue. Ja, was sind sonst noch Probleme? Thema krank im Surfurlaub oder verletzt im Surfurlaub oder starken Sonnenbrand im Surfurlaub. Habe ich alles schon mal in Episoden 43 und 44 mit dem Kosti, dem Surfarzt, Ratgeber in puncto Surfmedizin besprochen. Da könnt ihr einfach mal reinhören, um euch bestens vorzubereiten auf derlei Probleme. Ich kann mich vor allen Dingen erinnern, dass so Wasserqualität schon mal ein Problem war mit Krankheit. Also Erkältungen hatte ich auf jeden Fall schon, aber schlimm war auch mal die Wasserqualität. In Marokko habe ich tatsächlich keine Probleme damit davongetragen, aber da wurde mal die, als wir nachts geschlafen haben, wurde die komplette Kloake des Hostels oder des ganzen Wohnkomplexes da mitten in den Surfspot eingeleitet und es stank wirklich den ganzen Tag dermaßen nach Scheiße. Es war wirklich fürchterlich irgendwo. In England damals war das natürlich nicht der Fall, aber da hat es dann irgendwann mal eine starke Regenzeit gehabt und der Regen hat die ganze Kuhscheiße von den Feldern ins Wasser gebracht und wir waren, und der Novovirus oder hier so 24-Stunden-Viren haben Einzug gehalten. Und das ganze Hostel, in dem ich gearbeitet habe, war in kurzen aufeinanderfolgenden Abständen waren die Leute einfach nur am Reiern oder hatten Durchfall, inklusive mir. Und wir haben uns da geputzt. Wir waren die reinsten Putzteufel, weil wir dachten, wir hätten irgendwas im Hostel eingeschleppt. Und in Wirklichkeit war es das Wasser. Alle Leute, die schwimmen gegangen sind oder surfen gegangen sind, haben kurz danach einfach mal richtig schön die Scheißerei gehabt und lagen 24 Stunden flach. Ja, ganz tolle Sache. Kann man sicherlich auch vorbeugen, wenn man da irgendwo ein bisschen weiß, worauf man achten muss. Wobei, ich glaube, in England damals, da blieb gar nichts anderes übrig. Entweder man ist ins Wasser gegangen oder man hat es halt gelassen. Verletzt ist natürlich auch so ein Thema. Man kann sich beim Surfen verletzen. Ich hatte nur mal so Fincuts und Kleinigkeiten, hatte auch des Öfteren Glück, dass mir nichts passiert ist, würde ich sagen. Schöne Beispiele gibt es aber auch, wenn man sich beim Feiern verletzt. Da zitiere ich immer gerne eine Geschichte von meinem Bruder, beziehungsweise von einem Kumpel von meinem Bruder, die waren mit ihrem Van, ich glaube auch in Südfrankreich unterwegs. Und sein Kumpel war nach dem Party machen irgendwie total enthusiastisch, hinten die Tür aufgerissen und wollte unbedingt Alea HSV aus der Hintertür rufen. Und ja, aus irgendeinem blöden Grund ist er dann aus dem Van rausgefallen und ist auf die Straße geknallt, ein paar, zwei, dreimal überschlagen und hat sich böse verletzt und hat den Urlaub quasi im Krankenhaus verbracht. Sascha meinte irgendwie, es war auch einer von denen, die eigentlich am allermeisten Bock auf Surfen hatten von uns und der war komplett lahmgelegt. Tolle Sache, ja, sowas passiert. Kann ich euch wohl leider auch keine Tipps geben, was man da am besten tut. Einfach weniger saufen wahrscheinlich. Ja, ansonsten Verletzungen beim Surfen oder auch Schmerzen beim Surfen resultieren dann einfach mal schnell von mangelnder Vorbereitung vielleicht oder von ja einfach nicht in Form sein, ne? Ob es jetzt gleich Verletzungen sind, aber zumindest Muskelkater, der den einen oder anderen Tag mal die Surf-Session verhindert, habe ich ja schon in einigen Folgen drüber gesprochen. Und an dieser Stelle folgt nochmal eine kleine Werbung. Ja, genau. Und zwar ist die liebe Ramona mit ihrem Surf-Fitness-Online-Programm auch ein Partner meines Podcasts jetzt. Und ich möchte euch nochmal einmal kurz auf ihr super cooles Angebot hinweisen. Sie bietet online sehr intensive und sehr zielgerichtete Fitnesskurse für Surfer und Surferinnen an. Ich habe das Programm jetzt schon zweimal durchlaufen und bin ja ziemlich begeistert, habe ziemlich gute Erfolge damit gehabt. Sie geht da auf unheimlich viele Bereiche ein. Einmal körperliche Bereiche, wo man Workouts für alle Eventualitäten und alle Manöver und sonst was findet, durchleuchtet aber auch viel das Thema Mindset und auch Theorieunterricht dabei und man nimmt unheimlich viel mit, was man in dem darauf folgenden Urlaub gebrauchen kann. Ihr findet den Link zu ihrem Programm in meinen Shownotes und auch die Verlinkung zu den jeweiligen Episoden, die ich schon mit ihr zusammen aufgenommen habe. Hört da einfach mal rein, da findet ihr dann wirklich alles Nötige zu dem Thema. Partner in dem Sinne auch, dass ich an den Kursen, die sie gibt, die ich vermittle,
beteiligt bin. Ihr tut mir also auch etwas Gutes, wenn ihr einen Kurs bei ihr erwerbt. Und für euch ist es definitiv lohnenswert, das kann ich schon mal sagen. Ja, eigentlich bin ich damit so ziemlich durch mit meinen Stichpunkten, die ich hier so abhandeln möchte. Fallen euch noch Dinge ein, die so ein klassische Probleme in einem Surfurlaub sind, die so einen Surfurlaub mal so richtig vermasseln können? Also jetzt mal abgesehen von Covid, bitte. Darüber habe ich keinen Bock zu reden. Wart ihr im letzten Jahr vielleicht sogar vom Ausbleiben der großen Herbststürme in Frankreich oder Spanien betroffen und habt da rumgesessen und nichts zu tun gehabt? Dann lasst doch mal hören, was ihr stattdessen so getan habt. Würde mich sehr interessieren. Kontaktmöglichkeiten zu mir findet ihr, wie schon erwähnt, in den Shownotes. Ihr findet meine E-Mail-Adresse und meinen Instagram-Account. Da würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Stichwort Instagram bringt mich nochmal so grob zurück auf den Anfang dieser Folge. Ich bin nämlich jetzt durch mit der Aufnahme und normalerweise hätte ich mich jetzt dran gemacht, mein Playmobil-Bild zu erstellen und zusammenzubauen, manchmal vielleicht auch mit Hilfe meiner Kinder. Ja, das fällt nun weg, wegen den coolen Bildern, Zeichnungen, Illustrationen von Markus von Freaks of Fashion. Trotzdem werde ich diesem kleinen Hobby Playmobil irgendwo noch ein bisschen weiter frönen. Und wer gerne mal weitere Bilder von mir sehen möchte, kann gerne meinem Instagram-Account folgen. Da wird es immer mal wieder neue geben. Vielleicht mache ich auch nochmal irgendwie so einen Pinterest-Account oder sowas. Aber es macht einfach Spaß, damit zu spielen. Es ist früher als Kind mein großes Lieblingsspielzeug gewesen, zusammen mit Lego. Und ja, man kann einfach so viel schön spielen damit. Mal sehen, von Zeit zu Zeit wird es auf jeden Fall da mal neue Bilder geben. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz aufs Community-Event zu sprechen kommen, das ich schon kurz angesprochen hatte. Und zwar stellt mir der Kevin seine Surf-Villa in Porto City für die Zeit vom 28. September bis zum 5. Oktober bereit, sodass ich dort mit meiner Community ein kleines Event veranstalten kann oder halt einfach einen geilen Surfurlaub verleben kann. Zu diesem bekommt ihr einmal die 70 Euro Rabatt, die ihr über meinen Gutscheincode Inland-Surfer findet. Und zudem möchte ich euch gerne normalerweise Gewinn an der Sache, die 50 Euro, die ich als Provision erhalte, möchte ich gerne in diesem Zeitraum an euch weitergeben, sodass ihr insgesamt einen Rabatt von 120 Euro auf den Urlaub dort habt. Gemeinsam mit Kevin und auch mit meinem Bruder Sascha würde ich mir da vornehmen, ein cooles Programm zu entwickeln, dass wir einfach eine geile Zeit zusammen erleben, uns gegenseitig kennenlernen und vielleicht wirklich so ein bisschen Community-Building betreiben. Würde mich mega freuen, wer Interesse daran hat. Ich werde wahrscheinlich erst in der nächsten Woche dazu kommen, da eine kleine extra Seite auf meiner Webseite zu gestalten, wo ich das Ganze ein bisschen beschreibe. Ihr findet auf jeden Fall schon Infos darüber in den Shownotes jetzt, wie ihr euch melden könnt, was relevant ist. Schreibt mir einfach und dann gucken wir, wie wir damit vorankommen. Jetzt wünsche ich euch allen erstmal eine schöne Woche. Vielleicht mag mir der ein oder andere ja noch den Rest dieser Woche ein bisschen mit Feedback oder sogar mit einer Rezension auf Spotify oder Apple Podcast versüßen. Oder sogar mit einer Nachricht, dass ihr Bock habt, am Community-Event teilzunehmen. Würde mich super freuen. Feel free, people. Tschö. Oh, wart, ey. Keine Playmos mehr. Mann, ey. Das ist ja... Ich dachte immer, einer von den Playmo-Männchen sei ich. Wisst ihr, der Typ mit der dunklen Hautfarbe und dem mittellangen Haar, der sieht genauso aus wie ich. Jetzt ist er nicht mehr da. Ja, traurig. Wie muss ich wohl Instagram folgen? Naja, was soll's. Hauptsache, bei mir läuft alles weiter so wie bisher. Die ganzen Probleme, die der da aufzählt, die kenne ich alle nicht. Ich komme ans Meer, alles ist top. Genau wie diese Welle da. Macht's gut, Leute!